Die Kooperation zwischen Bundeswehr und Hochschule ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Zivilklausel. Denn diese besagt, dass Forschung, Studium und Lehre ausschließlich friedlichen Zwecken dienen dürfen. Aber frei nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, sagt jetzt der Justizsenator der SPD, die Bundeswehr ist grundsätzlich friedlich. So etwas Absurdes habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er meint, deswegen verstößt die Bundeswehr auch nicht gegen die Zivilklausel. Aber das ist komplett falsch, denn die Bundeswehr ist und bleibt eine Armee und sie dient ganz eindeutig militärischen Zwecken. Deshalb sagen wir, die Zivilklausel darf nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern sie muss in der Praxis umgesetzt werden. Und das heißt, Bundeswehr raus aus der Hochschule. Das fordern wir heute im Parlament.